Die VivaTech, Europas größte Technikmesse, ist nach 2 Jahren Corona-Pause wieder in voller Größe in Paris zu Gast. Rund 2000 Aussteller, darunter 1800 Startups, stellen ihre Innovationen vor, wobei die Devise lautet, dass diese Innovationen einem bestimmten Zweck dienen müssen. Zu den Themen in diesem Jahr gehören Kohlenstoffneutralität, Mobilität, die Zukunft der Arbeit, Integration und ganz allgemein die Stärkung des Tech-Ökosystems in Europa. Die Messe findet nach einem euphorischen Jahr 2021 für europäische Startups statt, die Rekorde bei der Finanzmittelbeschaffung aufgestellt haben. Letztes Jahr umfasste der Markt mehr als 100 Milliarden Euro. Er hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als verzehnfacht. Es ist ein Sektor, der heute ein Wachstumsmotor sein könnte, der auch das Ökosystem ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen könnte. Doch in diesem Jahr ist der Trend weniger positiv, vor allem für die Kryptowährungsakteure, die zu den Stargästen der Messe gehören. Eine Gelegenheit für alle, sich auf die Grundlagen und die Bedeutung zu konzentrieren. Wir haben es hier mit sehr innovativen Themen zu tun, die manchmal etwas aufgeregt sind und es kann zu Korrekturen kommen. Ich glaube, dass wir auf lange Sicht Technologie brauchen und ich lade alle Startups und Technologieunternehmen ein, sich diese Frage zu stellen: Wie kann ich einen Beitrag leisten, insbesondere zum Umweltschutz? Weniger ist mehr, ist auch das neue Motto des französischen Automobilherstellers Renault, der sich auf das Ende der Benzinmotoren in der EU vorbereitet. Der Konzern hat den Musiker Jean-Michel Jarre aufgefordert, die Klangidentität seiner Elektroautos zu überdenken. Zu lange haben wir vor allem in Frankreich und Europa Technologie und Ökologie voneinander getrennt. Die Technologie ist kein Problem für die Umwelt, sondern eine Lösung. Bis Samstag, dem einzigen Tag, an dem die Öffentlichkeit Zutritt hat, werden rund 100.000 Besucherinnen und Besucher auf der VivaTech erwartet.